Das digitale Raumbuch ist ein Assistenzsystem zur Anforderungsaufnahme für neue Fraunhofer-Institute. Das digitale Raumbuch ist ein Werkzeug zur strukturierten Anforderungsaufnahme für Neubauprojekte und ermöglicht es einer Gruppe an Personen, die die Anforderungen für ein neues Gebäude planen, strukturiert aufzunehmen und abzulegen. Das digitale Raumbuch ist im Rahmen eines Projektes entstanden, was die Fraunhofer Allianz Bau gemeinsam mit der Bauabteilung in der Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft durchgeführt hat. Und ein zentraler Punkt beim Thema Digitalisierung in der Bauabteilung war die Anforderungsaufnahme. Die Bauabteilung selbst hat natürlich viele Erfahrungen, die verschwinden aber häufig in Papierform, in Dokumenten, sodass man sie für neue Projekte nicht ohne weiteres weiterverwenden kann. Deshalb haben wir dieses Tool entwickelt, um Wissen zu speichern und wieder nutzbar zu machen in Form von Musterräumen, Musterausstattungen und auch Regeln, die im Hintergrund beispielsweise automatisch Räume erzeugen. Willkommen zu Ihrem digitalen Raumbuch. Es bildet die Grundlage für die Budgetierung, Planung und Ausführung des Bauprojekts und unterstützt die BIM-Methode. Auf der Startseite sind die Projektdaten, die Meilensteine, eine Budgetübersicht, die Gesamtflächen und Stellenzahl sowie verschiedene individualisierbare Statistiken aufgelistet. Die strukturierte Anforderungsaufnahme erfolgt mit Hilfe der Navigationsleiste und ermöglicht beispielsweise das Ausfüllen des Stellenplans. Auf Grundlage der Stellen können im Anschluss mit Hilfe von Regeln automatisiert Räume hinzugefügt werden. Die Attribute der erstellten Räume können daraufhin in der Raumübersicht angepasst und Ausstattungen, wie beispielsweise Schreibtische oder Beamer, zugewiesen werden. Die eingetragenen Informationen können mit Hilfe des Datenexports in Form von verschiedenen Dokumenten heruntergeladen werden. Das digitale Raumbuch ermöglicht somit seinen Funktionen die Zusammenarbeit mehrerer Personen an einem Projekt und bildet eine ideale Grundlage zur Erstellung eines digitalen Models. Das digitale Raumbuch ist im praktischen Einsatz. Wir haben es in unserem Pilotprojekt verwendet, um die Anforderungen aufzunehmen. Der Pilot war ein Neubau in Garching. Das Institut für Gießerei und Kompositverfahren hat dort einen Neubau entworfen. Und hier findet man eben die Projektdaten für dieses Projekt und einen Überblick über die Kosten, die einem zur Verfügung stehen, beziehungsweise das Budget. Und hier in der Grafik eine Übersicht über die geplanten Flächen. Das heißt, hier wurde eingetragen, wie viele Stellen sollen in dem Institut Platz finden. Das heißt, wie viele Büroarbeitsplätze und wie viel Bürofläche wird benötigt, aber vor allem, und das ist eben der größte Teil dieses Instituts, wie viel Produktionsfläche wird benötigt. Und das ist alles hier drin erfasst und kann man über Kennzahlen und Werte ausgewertet werden. Das Ziel unseres Projektes gemeinsam mit der Bauabteilung der Fraunhofer Gesellschaft war es, die Building Information Modeling Methode dort einzuführen und zu etablieren. Das digitale Raumbuch ist ein wichtiges Werkzeug dafür, denn es sammelt die Anforderungen strukturiert und kann sie so gezielt in Form eines Bauherrenmodells weitergeben an Architekten und Ingenieure.